We did live safe. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Für uns ist nicht überraschend, dass das Arbeitsprogramm 2012 der EU-Kommission dieses Jahr unter dem Vorzeichen der Finanzmarktkrise und der europäischen Staatsschuldenkrise steht. Die EU-Kommission widmet sich deshalb folgerichtig in ihrem ersten Teil des Programms einem Europa der Stabilität und Verantwortung. Letztes Jahr wurde viel auf den Weg gebracht. Staatsminister Link hat das im Einzelnen ausgeführt. Sei es das europäische Semester, sei es das Sixpack, in diesem Jahr noch zu ratifizieren, der Fiskalpakt, insbesondere mit der Schuldenbremse. Das wird eine gute Ausgangslage sein, um zukünftig die Staatsfinanzen in Europa auf eine solide Basis zu stellen. Ich halte das auch für richtig, dass die Kommission einen Schwerpunkt auf eine weitere Regulierung des Finanzmarkts legt. Aber persönlich sehe ich die Einführung einer Finanztransaktionssteuer eher kritisch. Die Finanztransaktionssteuer hätte weder die Immobilienblase in den USA verhindert und hätte auch die dadurch verursachte Finanzmarktkrise nicht verhindert. Sie ist sicherlich ein wichtiges Instrument zur Verhinderung des Turbohandels, des Hochfrequenzhandels. Aber, meine Damen und Herren, wir müssen hier mit äußerstem Fingerspitzengefühl vorgehen. Ich teile nicht unbedingt die kritischsten Ausführungen, die davon ausgehen, dass dem Finanzplatz Europa sogar bis zu 200 Milliarden Euro Wirtschaftskraft entgehen kann. Das teile ich nicht. Aber dennoch, es kann zur Wettbewerbsverzerrung führen und es kann auch den Finanzplatz Europa gefährden. Da müssen wir ein besonderes Augenmerk darauf legen, dass gerade auch die Interessen des Finanzplatzes Deutschlands gewahrt bleiben. Meine Damen und Herren, zweites Kapitel, folgerichtig eine Union des Wachstums und der Solidarität. Die vernünftige Regulierung des Finanzmarkts und auch die Vorschriften, die die Begrenzung der Staatsverschuldung vorsehen, sind wichtig und unumgänglich. Damit lässt sich aber noch kein Wachstum generieren. Deshalb widmet sich das Arbeitsprogramm der EU-Kommission folgerichtig auch vielen Einzelmaßnahmen zur Belebung des Binnenmarktes. Eine besondere Herausforderung ist auch für die EU-Kommission, die da ja auch im Wesentlichen mitgewirkt hat, bei den Ländern, die in Schieflage geraten sind, Wachstumsimpulse zu setzen. Aber die vielfach vertretene These, wir brauchen einen Marshallplan und dann wird sich alles lösen, kann ich nicht teilen. Die Situation nach dem Zweiten Weltkrieg war eine völlig andere. Europa lag brach. Die Produktionsstätten waren zerstört. Vor der Haustüre gab es keinen oder kaum Wettbewerb. Der Marshallplan war ein Selbstläufer. Wir können mit dem Pumpen von viel Geld in Krisenregionen die Probleme nicht lösen. Gerade den südeuropäischen Ländern hat nach der Aufnahme in die Eurozone billiges Geld in großem Maße zur Verfügung gestanden. Heute wissen wir, man hat das nicht genutzt für Produktion, man hat das überwiegend in Konsum gesteckt und auch das war eine Mitursache für unsere Staatsschuldenkrise. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen, deshalb große Worte von einem Marshallplan werden uns nicht weiterhelfen. Die Griechen haben in den letzten Monaten viel erreicht und große Opfer gebracht, das wissen wir alle. Ich wünsche mir, dass es den vernünftigen Kräften in Griechenland gelingt, sich durchzusetzen, und zwar dauerhaft. Und dass man auch vor allen Dingen die Hilfe, die wir Europäer den Griechen anbieten, tatsächlich annimmt. Die Europäische Union kann Griechenland beim Wirtschaftsaufbau vielfach unterstützen, so zum Beispiel durch die im vergangenen Jahr eingerichtete Taskforce, die meines Erachtens aber personell aufgestockt werden muss, um möglichst zügig die 15 Milliarden noch nicht abgerufenen Kohäsionsmittel für Griechenland auch möglichst zügig einsetzen zu können. Meine Damen und Herren, in Ihrem Arbeitsprogramm betont die Kommission auch, dass sie die Rolle Europas auf der Weltbühne stärken will. Das ist ja richtig,
Aber hier wird verschwiegen, dass das Kompetenzgerangel der Europäischen Kommission selbst und die Nichtbeachtung der Hohen Vertreterin für die Außen- und Sicherheitspolitik hier ein hausgemachtes Problem herbeiführt. Hier erwarte ich eine deutliche Nachjustierung durch die Kommission, dass auch die Kompetenzen der Hohen Vertreterin hier zur Geltung kommen. Meine Damen und Herren, die Krisen haben zweifelsohne die Länder der Europäischen Union näher zusammengeschweißt. Die Europäische Union entwickelt sich zunehmend zu einer Schicksalsgemeinschaft. Gerade auch deshalb bin ich der Meinung, dass man die Erweiterungspolitik der Europäischen Union zu überdenken hat. Wo soll Europa hin? Verstehen wir uns als eine große Wirtschaftsmacht oder verstehen wir uns als eine Wertegemeinschaft? Ist die EU auf dem richtigen Weg, wenn sie bei der Aufnahme neuer Mitglieder nicht nur ein Auge zudrückt, sondern bei einzelnen Kapiteln auch zwei Augen? Ich habe das bewusst vermieden, in meiner Rede jetzt konkrete Länder zu nennen. Das weiß auch der erfahrene Europapolitik der Grünen, dass ich das an der Stelle nicht machen sollte. Meine Damen und Herren, ich erwarte hier Anregungen der Kommission. Ich sehe unser gemeinsames Projekt Europa sonst in Gefahr, wenn unsere zukünftige Erweiterungspolitik nicht mit Vernunft und Augenmaß erfolgt. Lassen Sie uns gemeinsam mit der Bundesregierung und der EU-Kommission daran arbeiten. Vielen Dank. Für die Fraktion Die Linke hat der Kollege André Hungo das Wort.